Deepfax Rap, Kruzifix und Dippin-Dots. Aura makes you believe. Ich habe Heilkräfte am Start, auch ohne einen Zauberstab lasse ich Lahme wieder gehen und lauf mit ihnen durch den Park. Epileppy Battler Rap, der zu den Schergen spricht. Ihr habt mich gekreuzigt, aber nein, ich sterbe nicht. Ja, mit der Kulette mach ich mir den Tag schöner. Ich bin und bleib original, so wie ein Schafdöner. Ich fick jeden Römer, der sagt, ich mag nicht Gewalt. Jesus Christ, ich bin gut 2000 Jahre alt. Gebe deiner Hochzeit, deiner Ehe, deiner Beichte den Segen. Denn ich hab mehr Game mit Gott als andere Propheten. Ich spreche das Amen und die Bitches fallen auf die Knie. Sie wollen meine Füße salben, doch ich schreie. Ich würde dir gerne mein Glied für eine Salbung anvertrauen. Was meinst du, wie das ist? 2000 Jahre Samenstau. Genug gelaufen, ich war Wanderpriester. Jetzt verteilt die Kirche meinen Shit, als wäre sie Dealer. Ich bin Feind von niemand, nächste Liebe mein Kind. Und kriege ich ne Schelle, halt ich noch die andere Wange hin. Oh. Jesus, Bibel, Slang, Kirche, Musik. Anti-Verhütungsrapper, als jedoch jung geblieben. Sie nennen mich den Menschensohn. Ich sitz hier oben neben Papa auf dem Gangsterthron. Was? Kruzifix Rap, Kruzifix und Dippin-Dots. Aura makes you believe. Ich habe Heilkräfte am Start, auch ohne einen Zauberstab lasse ich Lahme wieder gehen und lauf mit ihnen durch den Park. Ich fliege hier ins Social Media Bett. Jesus, Alter, der kann rappen. Ich glaub's ja nicht. Unglaublich. Jetzt kommt was anderes Unglaubliches. Am 3.4. sind Theo und ich hier in Berlin im Gernsee-Club zu sehen. Infos dazu werden eingeblendet. Normalerweise sind da Leute wie Kalkofe, Bastian Pastewka. Aber diesmal geht's um YouTube und deswegen, wen lädt man ein, wenn's um YouTube geht? Natürlich die Experten Theo und Jonas. Ihr, ja? Ihr da draußen, ihr könnt dabei sein. Es gibt 5x2 Karten zu gewinnen. Nur exklusiv 4 bei uns. Also schreibt in die Kommentare, wo ihr eure Ostereier sucht und wo ihr sie findet. Die 5 kreativsten Einträge gewinnen 2 Karten. Und damit verknüpft ist nicht nur einfach das Angucken des Gernsee-Clubs in der Volksbühne, sondern ein Meet and Greet mit Theo Rio und Jonas Mann. Ihr könnt mit uns rumhängen, Sternis trinken, Kippen rauchen und Eier zählen. Wer weiß, was da noch alles passiert. Also viel Spaß dabei. Ja, mitmachen. Ich habe gerade gehört, auf meinem Knopf im Ohr, Infos aus dem Führerbunker. Was ist das denn? Ist das neu? Weiß ich auch noch nicht. Das ist neu, ne? Info. Adolf Hitler. Adolf Hitler? Rein. Reingucken, ne? Gucken wir mal. Unnütz, aber geil. Die Geschmacksrichtung von grünen Gummibärchen ist Erdbeer. Ach so. Der Weltrekord im Kirschkernweinspucken beträgt 21,71 Meter. Jawohl. Männer, die von der australischen Qualle Irukandji Jellyfish genesselt werden, können danach die Erektion eindeutig länger halten. Jetzt wird wieder Zeit für die Gäste. Ich bin schon sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ihr kennt doch alle noch Giga, oder? Ja? Früher im Fernsehen, heute im Internet. Und zwei von den Kollegen von Giga, die haben wir mal eingeladen. Einfach mal gucken, was die so zu erzählen haben, würde ich mal sagen. Und jetzt kommt der gesungene Wikipedia-Eintrag für diese beiden Herren. Setz mir mal eine Brille auf. Theo? Das ist irgendwie Vorspiel. Psychedelisch. Vorspiel, bitte. Vorspiel bitte, mir gefällt es, mach doppelt Vorspiel. Ein Wort so wie mega und affengeil. Seit 98 schon, ja sie sind von Anfang an dabei. 100.000 Abos, Giga immer noch ein Riesending. Oh, warte mal, komm, falscher, mal, warte, warte, falscher Ton, ne? Ja, warte mal so. Immer noch ein Riesending, wir haben sie eingeladen, weil sie so gigantisch sind. Oh, da sind sie! Oh, das hat noch nie ein Little.
Herzblatt, wir wollten uns unbedingt trennen. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Das ist Theo und ich bin Jonas. Hallo Jonas, David und Flavio. Habt ihr mitgekriegt, Flavio. David und Flavio, ja? Aber nicht David. Tore. Ja? Okay, gut. Ihr habt die Sendung schon mal gesehen. Natürlich. Habt ihr mir erzählt. Also wisst ihr genau, was jetzt passiert? Drei Fragen im Stehen. Ja. Ihr müsst beide auf alle drei Fragen antworten. Gleichzeitig oder? Wie ihr möchtet. Gut. Erste Frage. Hashtag oder Haschisch? Hashtag. Club Mate oder Monster? Monster. Club Mate. Kino oder Kino XTO? Kino. Kino. Einmal waren sie sich einig. Theo, dein Part. Ja, da sie sich so herrlich uneinig sind, geben wir uns aber eigentlich, was wir zeigen, damit ihr besser versteht, was die da machen. Wo gehen die denn hin? Fernsehen macht blöd. Ich finde sie gut aus. Ja, ja. Der Doktor weiß, was er tut. Dreh die Hand. Ich fällt das runter. Oh, geil. Boah, wie gut. Boah. Jetzt wird's gut. Jetzt wird's. Wie gut du bist. Ja, den Rippen. Komm. Drehen. Oben aufschneiden. Machen. Ah. Ja. Oh, oh, oh. Das ist die brutalste Scheiße, die ich je gesehen habe. Ups. Jetzt ist ihm einfach der Großkopf geplatzt. Ups, wir haben das Stunt-Level geht runter, wir müssen vereinen. Alter, was geht denn? Wir müssen vereinen, das Stunt-Level. Hallo und herzlich willkommen bei Gigamac Help. Dieses Mal geht's ans Eingemachte. Wir werden lernen, wie man mit einem Apple Script und einem Tastaturkürzel eine Funktion nachbaut, die es auf Windows-PCs eigentlich ziemlich einfach und ziemlich unkompliziert gibt, auf dem Mac leider nicht. Darksiders 1 fand ich ja großartig, weil es die perfekte Mischung aus zwei Spielen war, die ich sowieso total großartig finde. Zelda und God of War. Einerseits dieses totale Action-Inferno mit fliegenden Sensen und hast du nicht gesehen und auf der anderen Seite knackige Dungeons mit tollen Rätseln. So, da sitzen wir jetzt mit euch. Das ist ja genau das Richtige für die Jugend. Die hören das ja alle. Habe ich gehört. Ne? Ja, ja. Deswegen schneiden wir das immer hinter alles, was wir machen, damit die Leute bis zum Ende dranbleiben, weil sie noch mal... Wie bei uns. Wir können eigentlich genau zusammen eine Sendung machen. Geil. Ja. Ist eine gute Idee. Machen wir gerade. Was? Ja. Genau, machen wir gerade. Was wollt ihr trinken? Ich nehme Sterni, wenn ihr das schon alle so offen trinkt. Wasser. Nee, Wasser? Doch, ganz Wasser. Offen. Mit, ohne oder mit ein bisschen? Mit ein bisschen. Mit ein bisschen Sterni rein, draufgehangen. Genau. Okay. Mit ein bisschen haben wir gar nicht. Ja. Kriegst du mit? Ja, Flavio ist mehr der ruhige. Classic. Theo, kriege ich auch was zu trinken. Aber klar, was möchtest du denn? Ich hätte auch gerne einen Sternburg. Kannst du aufmachen? Ich bin nämlich schlecht im Aufmachen. Ja, pass auf, da haben wir hier noch was am Tisch. Ja, oh, darf ich zu Hause nicht mehr. Ach, ja, nicht erschrecken. Okay, und schon sind wir mitten im Talk. Ja, sehr gut. Jetzt sind alle versorgt. Pum, 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 pum. Gut, jetzt, wir haben es gesehen. Giga, ja? Gibt's schon ewig, aber jetzt ist irgendwie neu. Ne? Seit ein paar Jahren Internet. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist Giga? Ja, möchtest du? Oder, also es gibt es jetzt wirklich schon seit 1998 und da ist ja damals noch gestartet im Fernsehen mit so Leuten wie Miriam Spielhau und Leute, die mittlerweile... Lanalina. Genau, mittlerweile, die springen immer wieder durchs Fernsehen und sind bekannt, ja, und heute hast du so Nulpen wie uns vor der Kamera, die das mittlerweile übernommen. Wo ist die Welt hingekommen? Genau, wo ist die Welt hingekommen? 2009 haben sie den Sendebetrieb leider einstellen müssen, genau, weil, ich glaube, die haben mit Nutten und Koks haben die ganze Nummer da zugrunde gerichtet und... Oh. Ja, und heute kannst du mit Nutten und Koks kannst du halt so ein Ding finanzieren. Deswegen haben wir das wieder übernommen vor zwei Jahren und jetzt läuft es nur im Internet. Es gibt genügend, die sagen, mach doch mal wieder Fernsehen. Aber das ist doch gerade genau das Ding, weil ich meine, Leute, die spielen, ja, die sitzen ja prinzipiell eh schon mal oft vorm Computer. Da ist doch, warum Fernsehen? Internet ist doch da das Ding, oder nicht? Ist wirklich, also ich glaube, was wir oft sagen ist, wenn wir tatsächlich...